Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. In diesem Video möchte ich euch noch kurz die letzten Funktionen des Menüs Route zeigen oder vorstellen. Das sind hier diese drei Funktionen oder Werkzeuge: Leiterbahnlänge anpassen, einfache Leiterbahn, differenzielle Leiterbahn und hier der Winkelausgleich von einem differenziellen Signalpaar. Diese drei Funktionen sind hier zu erreichen, entweder über das Menü oder über Alt 7, nicht F7, sondern nur 7, 8 und 9. Fangen wir hier mal an mit Leiterbahnlänge anpassen. Wenn ich dieses Werkzeug auswähle, sehen wir jetzt hier unseren Zeichenstift und ich gehe mal hier auf diese Leiterbahn und wir haben eine wesentliche Änderung. Wenn wir jetzt hier rechts draufklicken, sehen wir nicht das Standard-Kontextmenü, sondern ein etwas anderes und wir sollten uns hier merken, die Tasten 1, 2, 3 und 4. Damit kann ich dann im laufenden Betrieb den Abstand von meinem Mäander vergrößern, verkleinern und die Amplitude vom Mäander vergrößern und verkleinern mit 1, 2 und 3, 4. Und hier ganz unten und mit Steuerung L auch erreichbar, können wir die Einstellungen für unsere Leiterbahn vornehmen. Und als erste Vorgabe hier die Ziellänge, die ich haben möchte. Das hängt dann von meiner Schaltung ab, kann also durchaus sein, gerade im HF-Schaltungsbereich, dass man mal irgendwo eine Schaltung hat, wo eine fest definierte Leiterbahnlänge benötigt wird und die kann ich mir dann hier einstellen. Und hier sehen wir nochmal auf dem Bildschirm die Vorgaben, die ich dann hier rechts in diesen Feldern einstellen kann, welche ich da vorgebe und damit wird mein Mäander hier erzeugt. Ich lasse das hier mal alles auf den Grundeinstellungen, gehe da auf OK und wenn ich jetzt hier meine Leiterbahn anklicke mit dem Werkzeug, erscheint hier am Cursor ein Text und er sagt hier zu kurz 41,2 mm von 100 und wenn ich jetzt hier mein Werkzeug nach rechts bewege, sehen wir, fängt er an hier diesen Mäander zu zeichnen und im Text am Cursor erhöht sich natürlich die Millimeterzahl jeweils, bis ich irgendwann mal die 100 erreicht habe. Ich kann hier auch um so eine Ecke rumgehen. Irgendwann habe ich 100 erreicht und mein Text wird grün und er sagt, das ist angepasst und er zeichnet dann auch nicht mehr weiter. Ich gehe hier nochmal zurück. Wenn ich natürlich auf meiner Platine nicht unbegrenzt Platz habe, das ist ja meistens der Fall, kann ich jetzt, solange ich noch nicht abgelegt habe, hier mit den Tasten 1 und 2 den Abstand vergrößern, verkleinern und mit den Tasten 3 und 4 die Amplitude auslenken. Ich kann das hier auch, wenn ich die Taste 3/4 gedrückt halte, entsprechend schneller fahren lassen. Und wir sehen hier, die Amplitude vergrößert oder verkleinert sich und er rechnet automatisch mit. Irgendwann hat er die 100 mm erreicht und das sehen wir dann auch am Cursortext angepasst auf 100 mm. Und wenn ich jetzt ablege, sehen wir hier also diesen meanderförmige Leiterbahnstruktur. Und wir haben jetzt eine exakte Leiterbahnlänge von 100 mm hier von diesem Pad zu diesem Pad hier drüben. Gleiches Werkzeug, nur für die differenziellen Signalpaare. Ich wähle es hier mal an. Auch hier wieder Rechtsklick auf das Kontextmenü Einstellungen. Im Prinzip das gleiche, nur dass wir hier sehen, dass es sich jetzt hier um das differenzielle Signalpaar handelt. Und ich kann hier wieder genauso meine Einstellung vornehmen. Auch hier lasse ich mal die Grundeinstellung und ich klicke hier mal die Leiterbahn an. Er sagt hier zu kurz 76 mm und wenn ich die dann hier nach unten ziehe, sehen wir jetzt, wird das Ganze ausgeführt, bis wir unsere 100 mm erreicht haben. So, auch hier kann ich jetzt mit 3 und 4 die Amplitude natürlich noch etwas anpassen. 1 und 2 Abstand gehen an bei diesen differenziellen Signalpaaren nicht. Wahrscheinlich liegt das daran, dass er hier den Abstand zwischen den beiden Leiterbahnen dann fest hat. Aber 3 und 4, also Leiterbahn oder Amplitude, funktioniert. Linksklick ablegen und wir sehen jetzt auch eine Leiterbahnlänge von 100 mm von diesen beiden Pads bis zu diesen beiden Pads hier über diesen Mäander erzeugt. Letztes Werkzeug ist dann diese
Skew-Phase. Das sind also ist im Prinzip her der Winkelunterschied, der entsteht durch diese Verlegung der Bahn. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehen wir hier ist angepasst, aber irgendwo hier unten sehen wir dann, wenn ich da drüber fahre, wird das blau und wir sehen zu lang, Versatz 0,295 mm. Und wenn ich jetzt hier Linksklick mache, sehen wir also hier an dieser Stelle wird hier so eine kleine Umwegleitung eingebaut und aber erzeugt vom KiCad und damit sollten dann hier Phasenwinkel wieder ausgeglichen werden sein oder ausgeglichen worden sein durch dieser Winkelversatz hier, dass auch hier wieder die Leiterbahnlänge gleich bleibt. Ich zeige es hier unten nochmal. Auch hier sehen wir jetzt diesen Ausgleich, der dann automatisch von KiCad berechnet wird und damit habe ich hier wieder gleiche Leiterbahnlängen. Das war es eigentlich zu diesen drei Funktionen und damit bin ich hier soweit durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim KiCad Zeichnen und Konstruieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.